Bei Protesten gegen die Regierung und gegen korrupte Politiker werden am Montag in Russland landesweit hunderte Demonstranten festgenommen. Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wird schon vor Beginn einer Kundgebung auf ein Polizeirevier gebracht und später zu 30 Tagen Haft verurteilt. Nawalny ruft im Vorfeld zu landesweiten Protesten gegen Korruption und Behördenwillkür auf und ist damit der russischen Regierung ein Dorn im Auge. Die Polizei in Moskau greift mit voller Härte bei der nicht genehmigten Demonstration durch und nimmt allein dort rund 770 Menschen in Gewahrsam. Auch in St. Petersburg werden rund 500 Menschen abgeführt. In knapp 200 Städten in ganz Russland kommt es zu Protesten. Der 41-jährige Alexei Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker von Kreml-Chef Wladimir Putin. Im kommenden Jahr will er bei der Präsidentschaftswahl antreten. Es ist bereits Nawalnys zweite Festnahme bei einer von ihm organisierten Kundgebung in diesem Jahr.